Es ist gar nicht so einfach, mit einem einzigen Bild eine Story zu erzählen. Es geht durchaus, aber mit mehreren Bildern tut man sich natürlich leichter. Als Eyecatcher bieten sich hier Doppelbelichtungen an. Die kann man je nach Modell der Kamera sogar direkt in der Kamera machen. Das gab es auch schon zu Analogzeiten. Da wurde der Film einfach nicht weiter transportiert und bei der nächsten Auslösung nochmals belichtet. Ihr könntet zum Beispiel von einem Standort versuchen, zwei Bilder aufzunehmen. Ein helleres und ein dunkleres und das dann von der Kamera verrechnen lassen. Macht mit Sicherheit Spaß, bringt auch tolle und wahrscheinlich auch spannende Bilder. Wenn ihr aber verschiedene Bilder für eine ganz bestimmte Bildaussage zusammenstellen wollt, dann geht das natürlich erst hinterher. In Photoshop haben wir alle Möglichkeiten, unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Und im ersten Teil zeige ich euch eine schnelle, einfache Möglichkeit in Form einer Doppelbelichtung. Im zweiten Teil gehen wir dann richtig in die Tiefe mit mehreren Bildern und umfangreicherer Bearbeitung. Jetzt im ersten Teil möchte ich mit euch eine ganz einfache Doppelbelichtung machen, so wie man es wahrscheinlich auch in der Kamera hinbringen könnte, zumindest zum Teil. In Photoshop geht es natürlich wesentlich besser und umfangreicher. Dazu machen wir mal eine neue Datei. Ich habe mir ausgewählt 2000 x 3000 Pixel im Hochformat. Stelle ich mir jetzt mal. Dann unsere Bilder, die wir brauchen. Das erste Bild wäre dieses hier. Dieser markante Kopf. Und das zweite Bild wäre die Skyline von New York. Bestätigen wir jetzt einfach mal so und blenden die mal aus, weil jetzt müssen wir zuerst hier eine Maske erstellen um diesen Kopf herum. Ja? Denn die Überblendung soll nur im dunklen Teil vom Körper und vom Kopf erscheinen. Und das Außenrum soll so bleiben, wie es ist, wie es eben bei einer Doppelbelichtung einfach halt ist. Das heißt, schwarz wird mit dem anderen Bild ersetzt, helle Teile des Bildes werden weniger oder gar nicht angetastet. So, als Werkzeug nehmen wir wieder unser Objektauswahlwerkzeug. Und klicken gleich hier oben auf Motiv auswählen. Das ist so einfach für die KI, das auszurechnen. Deswegen nehme ich das jetzt gleich mal. So, jetzt gehen wir auf Auswählen und Maskieren. Ein bisschen verfeinern werden wir die Maske wahrscheinlich noch müssen. Ich habe jetzt hier bei der Ansicht ausgewählt auf Schwarz. Ja, das heißt, das, was er schon ausgewählt hat, ist so, wie es eben ist. Und alles andere drumherum kann ich hier heller oder dunkler machen, also auf schwarz eben. Ja. Wenn ich jetzt ganz schwarz mache, dann seht ihr schon hier so einen kleinen roten Rand. Also ist die Maske nicht so ganz sauber gelungen. Probieren wir jetzt mal ein paar Sachen. Smart Radius, Radius auf 2 Pixel. Ihr seht schon, ein bisschen besser wird es schon. Weiche Kante, 0,5 Pixel. Und jetzt das Wichtigste, die Kante verschieben. Und die verschieben wir ein bisschen nach innen. So, und da ziehen wir jetzt so lange, bis dieser rote Rand verschwunden ist. Da oben habe ich noch ein bisschen im Kopf beim Ohr. So. Ja, also minus 100, okay. So, die Ausgabe müssen wir in eine Ebenenmaske machen. Gehen wir mal hier mit der Deckkraft wieder runter, dass wir auch wissen, was wir eingestellt hatten und sagen okay. Zack, und schon haben wir unsere Ebenenmaske. Die bleibt hier sowieso nicht, also die ist ja nicht für diesen Kopf gedacht, sondern eigentlich für unser Motiv, was dann in den Kopf reinkommt, nämlich die New York Skyline. Und wir benutzen einfach die Alt-Taste, drücken auf die Maske und ziehen sie nach oben mit der Maus. Loslassen und fertig.
So, und jetzt können wir die Maske hier unten deaktivieren. Ich würde sie noch nicht löschen, könnte man natürlich auch machen, eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Aber wir werden auf dieser Maske hier noch ein bisschen Bearbeitung machen. Und wenn wir hier Fehler machen, sind wir heilfroh, wenn wir die Originalmaske noch haben. So, mit Shift, mit gedrückter Shift-Taste und Mausklick deaktivieren wir die Maske unten. Jetzt schalten wir unser Bild ein, zack, und schon haben wir die Skyline im Kopf. Allerdings nicht so, wie es bei einer Doppelbelichtung eigentlich aussehen sollte. Und das liegt einfach daran, dass die Verrechnungsmethode im Moment noch normal ist. Und die müssen wir ändern auf negativ multiplizieren. In diesem Verrechnungsmodus ist schwarz durchlässig und weiß undurchlässig. Und deswegen sehen wir auch hier die Stirn, die von dem Blitzlicht im Studio fast weiß ist, ausgefressen ist. Und hier wird eigentlich gar nichts angezeigt. Und hier im schwarzen Bereich unten wird eigentlich das Bild so angezeigt, wie es auch auf dem normalen Foto ist. So, um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu verfeinern. Ich möchte eigentlich nicht, dass das hier auf dem Gesicht zu sehen ist, das Ganze. Und mir gefällt auch das Bild noch nicht so vom Standpunkt her. Also der Turm geht hier genau durchs Auge. Also das ist etwas, was ich noch ändern möchte. Dazu gehe ich mal vorne auf das Bild. Mit Steuerung und T schalte ich die Transformation ein für dieses Bild. Und achtet hier oben drauf, dass diese Kette ausgeschaltet ist. Ansonsten macht er nämlich Folgendes. Wenn ich jetzt hier ziehe, vergrößert er mir das maßstabsgetreu. Das will ich nicht. Ich werde da jetzt zerren und ziehen. Und was ihr auch noch machen müsst, hier diese Kette zwischen Ebenenmaske und Bild, die müsst ihr lösen. Moment. Jawohl. So, denn jetzt bleibt die Ebenenmaske an ihrer Stelle. Und wenn ich an dem Bild jetzt irgendetwas verändere, machen wir nochmal STRG T, dann bleibt die Ebenenmaske da, wo sie hingehört. Denn die ist ja eigentlich dafür da, diesen Kopf hier abzudecken. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen den Turm auf die Seite. So, oben die Kette lösen und jetzt hier runter damit. Und ich will den Turm noch ein bisschen weiter drüben haben. Etwa so, ja. Also, dass er auf jeden Fall aus dem Auge raus ist. Und vielleicht hier noch ein bisschen runter. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. Bestätigen mit OK. Jetzt möchte ich aber, dass das Gesicht schöner sichtbar ist. Und das war das, wo ich vorhin gesagt habe, hebt euch die Maske noch auf. Werdet sie vielleicht noch brauchen, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Je nachdem, wie sauber ihr arbeitet oder ob euch irgendetwas hinterher nicht gefällt, wo ihr dann wieder hier ein bisschen rummalen müsst. So, die Maske müsst ihr hier markieren, dass sie aktiv ist. Also nicht das hier, sondern die Ebenenmaske. Dann den Pinsel könnt ihr übrigens mit der Tastatur ändern in der Größe, die Pinselgröße. Mit der Raute-Taste macht ihr den Pinsel größer und mit der Taste Ö auf der deutschen Tastatur wird der Pinsel kleiner gemacht. Alternativ mit der Tastatur die Taste Alt und die rechte Maustaste halten, dann bekommt ihr dieses Menü hier. Und dann könnt ihr mit rauf und runter die Härte ändern, ja, so. Und mit links und rechts die Größe des Pinsels, ja. Solange ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, zusammen mit der Alt-Taste funktioniert das. Okay? So, wir brauchen jetzt einen ganz, ganz weichen Pinsel und ja, etwa so in der Größe jetzt im Verhältnis zum Kopf. Und jetzt fangen wir mal an, mit Schwarz auf der Maske zu malen. Hier ist jetzt weiß die Vordergrundfarbe. Um das zu ändern, drückt ihr einfach die Taste X. Und schon könnt ihr zwischen diesen Farben hin und her wechseln. Immer mit X jeweils springt das Wechseln Vorder- und Hintergrundfarbe. So, wir brauchen jetzt Schwarz. Ich möchte jetzt noch nicht 100% Deckkraft haben. Moment, ich muss erst den richtigen Pinsel auswählen.
Ich habe den Fluss auf 20%, ja, und dann fange ich mal an, das Gesicht an den Stellen, wo ich das untere Bild nicht haben möchte, rauszupinseln. Das wäre auf jeden Fall mal hier oben im Bereich der Augen, der Stirn. Da möchte ich es auf jeden Fall weghaben. Also da, wo man an der Wange, wo man quasi das Gesicht sehen kann, das möchte ich schön haben. So, hier unten noch weg, am Kinn, der Seite. Jawohl. Hier noch ein bisschen. Wie gesagt, wenn wir zu viel wegmachen, ist kein Problem. Einfach X und dann kann man ja wieder so punktuell hier zum Beispiel was einblenden. Und jetzt seht ihr schon, ich mache mal mit STRG Z das rückgängig. Hier haben wir schon was in der Maske drin. So, was ich auch noch machen möchte, ist die Verrechnungsmethode ein bisschen anpassen. Und zwar Alt-Taste drücken und diesen Regler hier teilen. Also mit der Alt-Taste könnt ihr ihn teilen. Drückt ihr die Alt-Taste nicht, dann ist das ein Regler. Ja? Also mit der Alt-Taste gedrückt halten, dann teilt sich der Regler und dann habt ihr quasi einen ganz, ganz weichen Verlauf. Und das möchte ich jetzt hier gerne nutzen, dass das Ineinanderfließen von den Bildern ja, einer Doppelbelichtung nahe kommt. So. Hier vielleicht noch ein bisschen runter, das Weiß. Ja. Vielleicht ein bisschen zu stark die Fenster von den Gebäuden, die Lichter. Etwas so, denke ich. Können wir ja nachher noch ein bisschen rumspielen, wenn wir das Ganze finishen. So, würde mal sagen, okay. Wieder zu unserer Maske. Hintern auf Schwarz. So. Ich würde hier doch gerne was reinhaben, aber ich möchte nicht, dass er rausmalt außerhalb der Maske. Er muss innerhalb der Maske bleiben. Deswegen habe ich die Maske, die ich mir noch aufgehoben habe, mit der gedrückten Steuerungstaste, seht ihr unten auf der Maus so ein kleines Viereck. Und wenn ihr dann auf die Maske draufklickt, mit Steuerung und Mausklick, dann wählt ihr die Maske wieder aus, so wie es im Original war. Und dann, wenn wir diese hier markieren, können wir wieder herummalen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir hier draußen irgendwas machen. Also das ignoriert er einfach, weil das ja maskiert ist hier. So. Das möchte ich gern so. Dann wieder X, dass wir hier. Ich mache mal den Pinsel ein bisschen größer, damit ich mit Einzelpunkten den Verlauf weicher mache hier in dem Bereich, dass das nicht so hart übergeht. Genau. Jetzt möchte ich von hinten noch ein bisschen das abdunkeln, dass das nicht so mit dem Kopf da direkt abschließt, sondern dass das eher so weich eingeblendet wird ein bisschen. Ne? So, dann mit STRG D können wir jetzt die Maske mal kurz wieder ausblenden. Pinsel noch größer machen. So. Und dann malen wir mal so vorsichtig rein beim Ohr, auf jeden Fall. Und dann hier einfach mit der Maus klicken. Also ich verwende jetzt ein Tablet dafür, aber das geht natürlich mit der Maus genauso. So. Pinsel wieder kleiner fürs Ohr. Dadurch, dass ich den Fluss nur auf 20% habe, muss ich natürlich jetzt schon ein bisschen rummalen. Aber lieber vorsichtig als dann so riesige Sprünge. So, hier die Maske verfeinern. Schön reinziehen. Ja. So, hier unten noch.
Eine Alternative hätte ich noch zu dieser Pinselarbeit. Und zwar, was auch sehr gut funktioniert, ist das Verlaufswerkzeug. Und hier auf Grundlagen, Vordergrundfarbe zu transparent, das ist dieses hier. Ja. Vordergrundfarbe ist schwarz, transparent. Und auf der Maske quasi mit diesem Werkzeug so einen kleinen Verlauf da reinmachen. So, dann machen wir es mal gerade. So, jawohl. Das geht natürlich auch von der Seite. Jetzt müsst ihr nur aufpassen von der Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Verlauf machen möchte, dann passiert natürlich Folgendes, dass hier unten auch alles maskiert ist. Ne? Das seht ihr hier unten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, hier könnt ihr mal so einen schöneren Verlauf vielleicht sogar machen als mit dem Pinsel. Schön vorsichtig. Jawohl. Und dann nachträglich unten wieder das vom Bild herholen. Also ich denke, das passt mal so. Es passt schon ein bisschen zu viel hier oben. Da müssen wir wieder zurückarbeiten. Die Maske wieder einschalten. So, Klick. Und jetzt hier mit diesmal wechseln auf weiß und dann hier unten mit dem Pinsel wieder unsere Stadt wieder reinmalen. Vielleicht nicht bis ganz ans Ende jeweils am Rand. So. Hier ein bisschen anpassen noch. Jawohl. Okay. Also ich würde sagen, das kann man so lassen. Mit Steuerung D Maske wieder wegschalten und schon haben wir unsere Doppelbelichtung. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und im zweiten Teil wird das Ganze ein bisschen aufwendiger. Da machen wir eine Mehrfachbelichtung. Wir werden auch wieder mit diesen Bildern arbeiten, aber da kommen dann noch welche dazu. Und auch die Arbeit oder die Bearbeitung an und für sich wird etwas umfangreicher dann im Finish und hinterher. Aber für die Leute, die sagen, ach, ich möchte nur zwei Bilder ineinander blenden und haben zwei coole Bilder gefunden, wo das schön zusammenpassen würde, ist das mit Sicherheit eine Methode, wo man in wenigen Minuten ein schönes Ergebnis hat und sich, wenn man eben nicht so die Lust hat, stundenlang da an den Rechner hinsetzen muss und ja, Masken ausmalt. Also dann, bis zum nächsten Mal.